Hallo, herzlich willkommen bei Urgeschmack. Heute stelle ich euch mein neues Buch vor. Das ist schon seit einiger Zeit fertig und jetzt aber erst aus der Druckerei gekommen. Einfach abnehmen heißt das. Eine logische Folge, wenn man ein Buch schreibt mit dem Namen Einfach kochen und ein Buch mit dem Namen Einfach essen, dann kommt irgendwann auch Einfach abnehmen. Das Umschlagmotiv ist ein ganz besonderes, da steckt sehr viel Liebe drin. Es ist ein handgezeichnetes, handgemaltes von der Künstlerin Andrea Christen. Das ist eine Art Landschaft mit einem Wanderweg. Das ist nämlich ein kleiner Reiseführer sozusagen. Ich lese einfach mal vor, was vor der Einleitung steht. Das ist nur eine Seite, keine Sorge. Eine Geschichte aus der Wildnis. Wie kann ich abnehmen und gesund bleiben, dabei das Essen genießen und möglichst wenig Schaden anrichten? 10 Jahre habe ich mich auf der Suche nach einer Antwort durch den Diätdschungel geschlagen. Um mich herum nur Low-Carb-Schlingpflanzen, Reiskeksdornen und Margarinentreibsand. Ich bin im Kreis gelaufen und zickzack gesprungen, gestürzt, abgerutscht und mehr als einmal auf der falschen Fährte gelandet. Doch der Weg hat sich gelohnt. Heute esse ich besser als je zuvor und genieße jede Mahlzeit, erfreue mich bester Gesundheit und bleibe schlank. Es hat mir nur ein Schlüssel, ein Puzzleteil gefehlt. Wenn du magst, erzähle ich dir die Geschichte von Anfang an und zeige dir den kürzesten Weg. Komm, wenn ich das geschafft habe, packst du das auch. Mein Startpunkt lag bei einem täglichen Sortiment aus Schokoriegeln, gekrönt von Pizza, Kakao und Tortellini in Käse-Sahnesoße aus der Tüte. Viel weiter unten kann man nicht anfangen. Das ist die wirklich wahre Geschichte, wie das alles angefangen hat. So habe ich mich früher ernährt. Und das Buch ist ein Reiseführer durch den Diätendschungel. Hier steht auch auf dem, das kann man nicht, das wird unscharf jetzt, ne? Hier ist Diätanien und hier hat man die Halbfettheide, den Sahnesumpf. Man fängt an bei den Zuckerbergen und da gibt es viele schöne Sachen wie die Krümelmonsterhöhle zu entdecken. Das ist ein Reiseführer durch diese schier unendlich scheinende Menge an Informationen zur Ernährung, zu gesunder Ernährung und wie man abnimmt und so weiter. Ich habe ganz viel ausprobiert in diesen 10 Jahren, das studiert mehr oder weniger, viele Studien gewälzt und verarbeitet, neu veröffentlicht, wiederverarbeitet und zusammengefasst. Und das sind Schritte, die man da geht mit diesem Buch. Es ist also nicht kein Zwang, jeden dieser Schritte unbedingt in dieser Reihenfolge zu befolgen. Ich habe die schon so geordnet, dass die ersten Schritte die wirklich wichtigsten und wirksamsten sind. Aber man kann auch zwischendurch sagen, nee, das gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Dann nimmt man trotzdem ab, aber eben auf einem anderen, etwas anderen Weg. Es ist also ein Reiseführer. Man kann den 1:1 benutzen, wie ich gerade sagte. Ich lese einfach vor, wie es weitergeht. Du möchtest abnehmen, du möchtest gut essen, du möchtest dich gesund ernähren. Dafür suchst du eine einfache Lösung. Deswegen hast du dieses Buch gekauft. Und ich hoffe, ihr alle kauft dieses Buch. Denn ich bin Künstler, ich bin Autor von Beruf und wenn man diese Sachen nicht kauft, dann kann ich diese Sachen nicht weitermachen. Das ist ganz einfach. Es gibt 1000 Wege zum Erreichen deines Ziels. Ich zeige dir genau einen Pfad, der zu deinen Vorstellungen passt. Tritt für Tritt. Ich könnte dir einfach eine Liste mit Meilensteinen an die Hand geben, mit der vollen Bewegungsfreiheit. Doch dann müsstest du ständig Entscheidungen treffen. Links herum oder rechts. Die Abkürzung über den Felsen oder doch lieber sicheren Fußes drumherum. Solche Entscheidungen kosten Kraft. Die spare ich dir. Wenn dir der Sinn nach mehr Abenteuer steht, dann reiß mir einfach den Reiseführer aus der Hand und lies kreuz und quer durch dieses Buch. Auch das kann funktionieren, denn diese Wanderkarte habe ich so gemalt, dass sie reichlich Nebenrouten bietet. Ihr könnt das Buch also auch kreuz und quer lesen. So ist das gemacht. Ich führe dich entlang eines Weges, auf dem ich schon tausende andere Menschen zu ihrem Ziel gebracht habe. Am Ende wirst du nicht auf einem Berg stehen, von dem du einfach wieder runterfallen kannst, nur um dann von vorne beginnen zu müssen. Vielmehr kannst du am Ziel einen Siegestanz aufführen. Ich zeige dir nicht nur einen Weg, sondern auch eine Art der Fortbewegung. Wir werden nicht rennen, sondern voller Besonnenheit spazieren und schon dadurch viele Stolpersteine umgehen. Dennoch wirst du schnell vorankommen und du wirst stürzen. Wenn du mit mir wanderst, ist es nicht schlimm, wenn du mal ausrutscht oder hinfällst. Steh einfach auf und dann ziehen wir weiter. Du verlierst deinen Fortschritt nicht. So wie ich dich führe, wirst du den Weg ohne Mühe auswendig lernen und ein Leben lang im Kopf behalten. Mehr noch, du wirst diese Route lieben, weil sie dein ganzes Leben erleichtert. Diesen Pfad habe ich selbst mit der Machete durch den Dschungel der Abnehmtipps und Diäten geschlagen. Mehr als 10 Jahre lang habe ich alles Mögliche ausprobiert, habe jede einzelne Nuss gewogen, Fettsäurenprofile verglichen, knallhart auf einzelne Nährstoffe verzichtet
und mir die Zähne an brettharten Mandelmehlkeksen ausgebissen. Und das ist wirklich wahr. All diese Erfahrungen habe ich als Fachautor notiert und veröffentlicht, mit Studien verglichen und recherchiert, wieder an mir selbst ausprobiert und auf die einfachsten Grundsätze heruntergebrochen. Und da fehlt ein Leerzeichen und da ist eins zu viel. Ha, so schnell passiert das. Vielleicht gibt es auch andere Lösungen. Aber wozu noch länger suchen? Diesen Pfad habe ich 10 Jahre lang studiert. Wenn du erstmal knallhart einfach nur abnehmen möchtest, genügen schon die ersten paar Schritte. Folge mir, der Weg ist frei und beginnt gleich auf der nächsten Seite mit den Reisevorbereitungen. Ja, dann gehen die Reisevorbereitungen los. Steht hier, ist wirklich wahr, echte Fakten. Wo kein Wille, da kein Weg. Man muss sich ein Ziel setzen, sonst kann man nicht ankommen. Und so weiter. Das ist mein neues Buch, das Urgeschmack-Buch. Ein Urgeschmack-Buch von Felix Olszewski, das bin ich. Hinten drauf gibt es natürlich auch einen Klappentext. Ja, mein neues Buch. Das Urgeschmack-Buch. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich bin, wie gesagt, ja vom Beruf Künstler und das muss raus, ne? Und das hat jetzt nichts mit Urgeschmack zu tun oder nicht viel, aber ein paar von euch haben, oder viele von euch tatsächlich, haben über die Jahre Interesse bekundet. Ich bin Musiker mit jeder Faser meines Körpers und habe eine neue CD gemacht, die heißt The Journey Home. Das ist Musik im, man würde sagen, Singer-Songwriter wahrscheinlich Stil. Sind 12 Songs drauf, die ich geschrieben habe und gespielt. Und es ist ein sehr schönes Paket geworden, diese CD. Also es ist eine, nicht einfach nur irgendein Jewel Case, sondern ein 6-seitiges Digipack. Das ist ein Haus, wie man sehen kann. Und das Album erzählt meine persönliche Geschichte. Wer mich also näher kennenlernen möchte, der muss sich nur dieses Album anhören. Der kennt mich dann sehr genau. Das sind sehr persönliche Dinge, die ich da preisgebe. Und das ist im Prinzip ein Einblick in mein Haus. In mein Innenleben sozusagen. So müsste man das sagen. Ja, ist eine sehr schöne CD geworden, könnt ihr auch bekommen. Da gibt es auch schöne Sachen zu entdecken. Die zum Beispiel. Finde ich sehr schön. Die ist auch echt. Also alles, was auf dieser CD passiert in den Songs, das sind wirklich wahre Geschichten aus, ich würde nicht sagen aus der ganzen Welt, aber aus weiten Teilen. Teilweise aus Neuseeland, aus Südafrika, aus Island. Sachen, die mir widerfahren sind, aber das sind keine Reiseberichte oder sowas, sondern das sind eben Entwicklungen, durch die man geht. Könnt ihr auch bekommen. Links zum Buch und zu dieser CD findet ihr unter diesem Video bei YouTube. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Musik hören mag ja wahrscheinlich jeder. Und das war's mit dem heutigen Video. Es gibt neue Kunst von mir zu kaufen. Viel Spaß damit. Vielen Dank für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal.